Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update mit Daten und Preisen zum Model 3, welches jetzt schon fast so teuer ist wie das Model Y. Und dann schauen wir uns natürlich noch einige andere spannende Neuigkeiten zu Grünheide und natürlich einige Zahlen an. Es freut mich, dass du hier bist. Wir starten gleich mal rein mit der Bewertung von Tesla und dem Unterschied zu anderen Unternehmen, die rein elektrische Autos verkaufen. Also nicht halb-halb Verbrenner oder irgendwie so in einer anderen prozentualen Aufteilung, sondern rein elektrisch. Und natürlich ist Rivian weit davon entfernt, überhaupt in irgendeiner Form eine Massenproduktion zu tätigen, genauso wie Lucid Motors. Und ich meine, Nikola spielt jetzt auch keine große Rolle mehr zurzeit. Aber grundsätzlich können wir sehen, dass hier Tesla, aber auch die chinesischen Unternehmen den Markt dominieren. Was wichtig zu verstehen ist, wenn wir jetzt nach China schauen, da haben wir tatsächlich Zahlen und diese Zahlen sind für verschiedene Städte. Und für diejenigen, die noch nicht in China gelebt hatten und ich hatte die Möglichkeit vor vielen Jahren mal, da gibt es folgenden Weg, wie das funktioniert. In den Städten musst du an einem Lottoverfahren teilnehmen, vor allem in Shanghai. Und damit möchten sie vermeiden, dass zu viele Autos auf die Straße kommen. Und das bedeutet, du musst entweder Geld zahlen, um überhaupt eine Lizenz zu bekommen, oder du musst an einem Lottoverfahren teilnehmen und das ermöglicht dir dann, ein Auto zu kaufen. Bevorzugt werden hier natürlich inzwischen auch die Elektroautos. Das macht es dir einfacher, daran zu kommen und soll dazu führen, dass mehr Leute sich für ein Elektroauto entscheiden. Und das sieht man auch zum Beispiel an den Model Y-Zahlen. Und die sind in China tatsächlich sehr, sehr erfreulich. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, das wird auch noch so weitergehen, weil ich ja schon erwähnt hatte, dass die Standardvariante vom Model Y hier sehr, sehr beliebt ist in China. Und es ist davon auszugehen, dass das auch nicht bald ablässt. Die Preise wiederum, was da eine Reaktion drauf sein wird für die Bestellung, auch für den chinesischen Markt, das müssen wir natürlich noch weiter abwarten, denn die Preise steigen leider immer weiter. Ja, auf dem chinesischen Markt passiert natürlich nicht nur wie im europäischen, auch was im Batteriesegment. Und wir wissen ja, dass wir in Europa alles daran setzen müssen, uns auch noch unabhängiger vom chinesischen Markt zu machen. Und CATL ist hier die führende Position in China. Im Februar waren es 19,6 Gigawattstunden Batterien, die sie produziert haben. Im März sollen es dann 20,6 Gigawattstunden werden. Und als zweitgrößter haben wir dann zum Beispiel hier BYD. Die versorgen nicht nur sich selber mit ihren Batteriepaketen, sondern natürlich auch andere Unternehmen. Und wir wissen ja, dass Tesla hier in Grünheide ganz, ganz groß aufbauen will, wenn es um die Gigawattstunden geht, für die Fabrik hier in Grünheide. Das wird also noch sehr, sehr spannend werden, wie groß das dann alles wird. Es war ja mal am Anfang von 200 Gigawattstunden die Rede. Wenn wir hier 60, 70, 80 erreichen, wäre das ja schon ein richtig großer Meilenstein. Ja, dann gibt es leider noch mal Neuigkeiten zu den Preisen. Und ja, es ist tatsächlich so, inzwischen gibt es die Model Y Long Range Variante, die vom Preis her, wenn man die Förderung noch einbaut hier, tatsächlich nur noch einen Unterschied von 1.000 Euro zum Model Y Long Range hat. Jetzt ist natürlich klar, größeres Auto, nicht so weite Reichweite wie das Model 3 Long Range, aber 57.000 Euro und auf der anderen Seite, wenn wir uns gleich die Model Y Preise anschauen, auch recht deckungsgleich. Und das ist natürlich dann die Frage, bestätigt sich hier wirklich, was ich vor vielen Tagen, also circa 5, 6 Tagen auch mal gesagt habe, dass hier der Preis zwar deckungsgleich ist, aber eben halt durch die Förderung ein Unterschied von 1.000 Euro entsteht, dass wirklich Tesla zwar die Preise erhöhen muss, weil sie es müssen, weil die Rohstoffe einfach steigen, die Rohstoffpreise, und ob Tesla hier natürlich künstlich dafür sorgen möchte, dass mehr Leute ein Model Y kaufen. Ich bin froh, dass die Standardvariante sich weiter sehr niedrig in Anführungsstrichen hält. Es ist immer noch ein teures Auto für viele Normalbürger und bei Weitem nicht eins, was sich jeder leisten kann. Aber die Standardvariante, die wird weiter nicht angefasst. Und das ist sehr interessant, denn in den USA sind auch die Preise für die Standardvariante angestiegen. Und ich hoffe, dass das in Deutschland weiter so bleibt. Ja, dann gibt es auch noch Neuigkeiten für all diejenigen, die einen Tesla
im zweiten Quartal bekommen. Egal, ob es dann aus Grünheide oder China ist, ist mein Verständnis, es wird ohne Radar kommen. Also das ist tatsächlich interessant. Da gibt es jetzt ein weiteres Update. Und dann gibt es, wie ihr in der Liste sehen könnt, noch mehrere kleine Updates, die dann zum Beispiel auch den Semi beeinflussen, was ja für uns uninteressant ist. Oder zum Beispiel das Model Y Long Range. Wie gesagt, hier wird es viele kleine Updates geben. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass es nicht nachträglich zu denen, die schon einen Tesla bekommen haben, dann nicht noch hinzugefügt werden kann. Also ihr seht, es passiert sehr, sehr viel und auch beim Thema Wasser ist es so, dass eine Duldung durch das Land ein möglicher Ausweg ist. Es soll ja hier Entscheidungen geben, aber es wird auch immer kleinlauter. Der WSE hier scheint dann doch zu wissen, in welche Richtung das ganze Thema gehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft in irgendeiner Form die Produktion hier in Grünheide gefährden wird. Es gibt übrigens auch Berichte, dass jetzt schon die Autos produziert werden für diejenigen, die am 22. März dann ihr Auto hier aus Grünheide bekommen sollen. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann heißt es, dass Tesla wahrscheinlich jetzt schon weiter vorproduziert und es werden eine ganz schön große Menge an Autos dann fertig sein, die dann natürlich offiziell verkauft werden. Und wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, sehen wir auch noch weitere Schiffe. Das letzte Schiff ist ja die RCC Classic, die jetzt mit dem letzten Schwung aus China kommt. Und dann wird es sehr, sehr spannend werden, wie in den nächsten Wochen die Performance-Varianten natürlich in einer ganz schön guten Stückzahl dann an die Kunden kommen. Und es wird natürlich dann irgendwann der Punkt erreicht werden, in 2-3 Monaten, dass entsprechend die Performance-Varianten-Reservierer abgearbeitet sind. Und dann wird es natürlich da mit dem Model Y Long Range losgehen. Hier gibt es verschiedene Aussagen. Gestern hat jemand zum Beispiel auch einen Kommentar geschrieben hier unter das Video, dass er gesagt hat, ich habe ein Model Y Long Range aus Grünheide bestellt. Ich habe gesagt, ich will es aus Grünheide und da wurde ihm mitgeteilt, drittes Quartal. Ich glaube aber tatsächlich immer noch, dass es früher kommen wird. Wir haben ja schon die ersten Tests gesehen vor Ort, auch mit Zeichen, dass das Model Y Long Range hier schon getestet wird. Also ich glaube, dass das hier relativ schnell gehen wird und dass uns auch die Produktionsrate, also die Anzahl der Autos, die hier täglich produziert werden oder pro Woche, rechnet man es ja auch, doch dann noch überraschen werden, wie schnell dieses passieren wird. Und ich glaube, dass Tesla da keine Zeit verlieren wird. Und nur als Erinnerung und nicht als Schadenfreunde, es gibt viele deutsche Autounternehmen und vor allem der Volkswagen-Konzern, die wie gehabt Riesenprobleme haben zu liefern. Und auch wenn nicht jeder jetzt abspringen wird von seiner VW-Bestellung, wird gewissermaßen die Nachfrage natürlich weiter steigen. Ob es dann gleich ein Model Y Performance wird oder ein Model Y Long Range, das ist dann mal dahingestellt. Ja, ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist und du kannst mich natürlich wie immer auch auf Tessie Supply, meinem Podcast, unterstützen. Da bekommst du diese Tonspur auch für unterwegs und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, dein Marian und tschüss.